Nee, kein Ding. Also cool, ja, du hast quasi gesagt, ja, ich bin jetzt allerdings auch gerade unterwegs. Wenn Sie mir die gerade nennen könnten, das wäre dann Genau, natürlich. genau. Und das suggeriert, dass ich letztendlich die Durchreise sowieso schon hätte normalerweise, nur jetzt Ja. gerade in dem Moment nicht, weil ich gerade ja irgendwo auf Reisen bin. Ja. Ich bin jetzt etwas ungeschickt. Ja, kann auch Ja, manchmal cool. funktionieren, manchmal nicht, aber Ja. bei denen sozusagen, da wo es eben so die Grauzone ist, so in dem Mittelfeld, wo ich gerade gesagt habe, ne, Ja. also da sozusagen ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten zu deinen Gunsten eben ziehst. Nee, Und cool. es sind immer wieder so Sachen, die Super. ich aus der Praxis eben nehme, ja, Ja. und keine irgendwelchen theoretischen Leitfäden, die ich dann darunter ziehe oder sowas, ne, und that's it für alle Ewigkeiten. Und Ja, nee, deswegen super. kommt es dann immer so punktuell dann nochmal hinzu. Nee, Du kannst klar. jetzt gerne nochmal den Satz einfach nochmal in dem Leitfaden, wo du da hochgeladen hast, du hast ja weiterhin Zugriff drauf, da auch nochmal kurz die Notiz machen, dass wir da immer wieder so sammeln, immer wieder was dazu machen und du Du das halt meinst auch Jen, gleichzeitig ja. hast, ja, Ja. wenn es okay für dich ist. Ja, natürlich, klar, warte, ich öffne es gerade, dass ich direkt Genau. reinschreibe, das aber generisch, sondern Ja. die Akquise-Tipps. Ich habe witzigerweise auch, weil mich ja Leute wie genau wie dich ja auch, die rufen einen ja zurück und dann ist man gerade sonst wo. Da hatte ich eben genau das auch schon. Dann habe ich eben wahrheitsgemäß, situativ dann gesagt, ja, ich bin gerade unterwegs. Könnten Sie mir, wenn der auf einen Kollegen verwies, der eigentlich das Thema XY abbildet, dann sagte ich auch, ich bin gerade unterwegs, können Sie mir da vielleicht seine Nummer und so weiter nennen? Und da sind Sie dann, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau auswendig, aber das war ziemlich easy going, aber man tatsächlich, weil das halt einfach plausibel ist und dann checken Sie auch, ja gut, das wäre jetzt assi, wenn ich dem das jetzt nicht sage, obwohl ich den genannt habe, aber nee, ist super. Gut. Basiert auf Nullen und Einsen. Ja? Das ist, Und ja. das ist der absolute Bottom, Rock Bottom. Und dann kommt das nächste C-Sprache, ist relativ komplex, schwierig, ist halt so einer der ersten Sprachen, die quasi hier abstrahiert wurde, dass Leute mit irgendwas reintippen und dann das in Nullen und Einsen wiedergegeben wird und dann geht es immer höher. Und jetzt gibt es diese ganzen Low-Code-Tools, wo du nur irgendwie was hin und her schieben musst und so, und dann hast du 1 Million Nullen und Einsen produziert. Ja, und das Tool macht dann genau das, was du brauchst. Ja, ganz blöd gesagt, zum Beispiel, ja, du hast ein WordPress-Plugin, ja, und hast lauter Templates und musst nur immer hin und her schieben. Dahinter steckt ja auch ein Haufen Divs und CSS und Style Sheets und blabliblub. Aber du hast damit gar keine Berührungspunkte mehr, du schiebst nur hin und her, weil das alles schon vorprogrammiert ist in Templates und so weiter. Und du bedienst dich ja nur noch diesen Schablonen. Ja, genauso ist es da gleich, das Gleiche auch. Und was wäre jetzt zum Beispiel für dich, also Und Clean Code ist einfach, wenn du hast ein Problem, du willst ein Ziel erreichen, programmierst dafür was und das Ding hat 1000 Codezeilen. Clean Code geht her und sagt, kann ich das auch in 800 Codezeilen machen oder in 300? Mit demselben Resultat. Warum? Weil es Performance, Überblick, bessere Transparenz, darauf aufbauen kann man viel besser. Ja, wenn jemand, ein Entwickler stirbt, es kommt ein neuer rein, der versteht es auch noch. Ja, und man muss nicht wieder komplett von vorne anfangen. Und. Ja, das ist letztendlich Clean Code. Transparenz, Überblick, Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch Fremdpersonen, weitere Personen. Bei großen Projekten unterschiedliche Gruppen können viel besser zusammenarbeiten, wenn der Code viel übersichtlicher ist und, ne? Das ist letztendlich, was Clean Code aussagt.